quem denuncia e Spital von Busse. Busse war eine kleine Stadt, die am meisten betroffen wurde, zuerst von Zyklon und dann von einer Überschwemmung. Die ganze Stadt ist kaputt, also die Häuser sind kaputt, die Leute haben kein Dach über dem Kopf. Und das, was sie am meisten brauchen jetzt, ist medizinische Versorgung und Nahrung und Wasser. Und vor allem Kinder und Mütter, werdende Mütter und Leute mit speziellen Notwendigkeiten. Das ist unsere Hauptgruppe, unsere Zielgruppe. Und eine wichtige Gruppe sind Kinder, die getrennt wurden von den Eltern während der Rettungsaktionen. Also das ist eine Gruppe, die wir jetzt prioritär versorgen wollen. Die Leute haben alles verloren. Jetzt geht es darum, die Leute eine grundmedizinische Versorgung zu organisieren. Wie Sie sehen, dieses Spital ist total zerstört. Die Ärzte, wir haben hier ein Ärzte-Team, das ist der Direktor von diesem Spital. Wir versuchen hier die Serviceleistung wieder aufzunehmen, soweit es möglich. Und Nahrungsmittel brauchen wir für die Patienten, Patientinnen, für die Mütter, die hier in der Maternität waren und dann verschwunden sind. Und wir versuchen sie zu identifizieren, ob sie die Kinder zur Welt gebracht haben, ob sie immer noch in diesen Prozessen etc. etc. Also Gesundheit ist unsere Priorität und Nahrungsmittel für die Patienten, Patientinnen und für die Orphans, für die weißen Kinder. Dankeschön. Ein Message, no? Agora voy para la Lapa, para la Beira.